Einkaufskooperativen. Und zwar kennen das vielleicht viele, irgendwie man will irgendwas bestellen und es kostet Versandkosten, deswegen tut man sich mit Leuten zusammen und dann bestellt man halt zusammen. Und eine Einkaufskooperative ist, wenn man das halt nicht irgendwie nur macht, weil man bei irgendeinem exotischen Händler oder was auch immer bestellt, sondern halt regelmäßig Lebensmittel einkauft. Und das gibt es in verschiedensten Größen, Variationen. Also man tut sich als WG zusammen und bestellt bei einem coolen Kollektiv Kaffee oder man gründet einen Verein oder eine Genossenschaft und kauft da regelmäßig ein. Das gibt es in verschiedenen Formen. Also sowohl irgendwie, wie ich es gerade beschrieben habe, so als Bestellkoop heißt es dann, wenn man halt regelmäßig einfach alle paar Wochen oder so bei verschiedenen Händlern bestellt und es dann abholt. Das gibt es aber auch als Lagerkoop, dass halt wirklich einfach regelmäßig Dinge, die immer wegkommen, wie Haferflocken oder was auch immer, bestellt werden und dann quasi auf Lager sind. Und es gibt es auch als Mitgliederläden, die ja eigentlich wie halt ein normaler Supermarkt oder ein normaler Einkaufsladen funktionieren, aber Mensch halt irgendwie Mitglied werden kann und dadurch halt irgendwie einen anderen Preis bezahlt, Mitgliedsbeitrag bezahlt und aber an der Entscheidungsfindung beteiligt ist. Und genau, ich komme dazu, weil ich irgendwie im Raum Ratzeburg in einer Einkaufskooperative Teil war und um irgendwie, ne, also ich kann auch mal das Bild auch noch mal ein bisschen erklären, genau, also um das irgendwie halt auch so irgendwie in handelbar zu kriegen, wenn es halt mehr als irgendwie nur eine Bestellung alle paar Monate ist, gibt es halt irgendwie eine Software dafür, die das tut. Und wie man sieht, gibt es halt irgendwie Mitglieder, die genau sogenannte ProsumentInnen sind, also nicht nur konsumieren, sondern halt irgendwie auch einen Beitrag leisten, nämlich zum Beispiel halt irgendwie Entscheidungen treffen, wo wollen wir bestellen, was für Produkte wollen wir bestellen, ne? Achten wir irgendwie auf Saisonalität oder nur ökologische Produkte, achten wir darauf, dass wir möglichst unverpackt verkaufen, also halt große Mengen bestellen genau, haben dadurch halt irgendwie volle Transparenz, was eigentlich die Kosten sind, sowohl bei entweder GroßhändlerInnen, die halt irgendwie man gewinnen kann, oder halt irgendwie bei regionalen ProduzentInnen, zum Beispiel irgendwie die Bäckerei um die Ecke oder ne, irgendwie eine solidarische Landwirtschaft, die sich mit einklingt oder genau, andere Produkte. Und genau, das ist so ein bisschen die Idee, das alles zusammenzubringen. Und genau, hat dann irgendwie halt so Vorteile, wie dass Verpackungsmüll gespart wird, es wird ein größeres Bewusstsein dafür geschaffen, was kaufen wir da eigentlich ein und was gibt es eigentlich gerade, aus welchen Ländern kommt das her, so dass irgendwie so im Supermarkt irgendwie häufig auch nicht unbedingt so sichtbar ist. Und es ist halt schlichtweg auch einfach deutlich günstiger, sowohl irgendwie in großen Mengen zu bestellen, als auch halt einfach ne, irgendwie nicht noch irgendwie einen Zwischenhändler dazwischen zu haben. Und genau, die Foodsoft macht genau das, also es ist halt irgendwie so ein Bestellverwaltungssystem, wo irgendwie verschiedene Lieferanten mit Artikeln eingetragen werden können und Mitglieder können darin dann, wenn so eine Bestellung eingestellt wird, Zeugs bestellen und zusätzlich, ne, um halt das quasi nicht nur als so, ja, das ist jetzt ein Online-Shop, sondern halt so diese Idee von, dass es irgendwie ein Verein und Menschen machen da mit. Gibt es halt ein Nachrichtensystem, ein Wiki, ein Aufgabensystem. Es ist möglich, Umfragen zu erstellen und genau, irgendwie so lauter Zeugs. Heieiei. Genau, und ich bin da irgendwie dazugekommen, weil diese Software gibt es irgendwie jetzt auch schon seit irgendwie 10 Jahren oder so und es war mal irgendwie erst so eine PHP-Version und mittlerweile ist das in Rails, also Ruby on Rails geschrieben. Und irgendwie, wie das so funktioniert, ist, dass entweder gehen halt Einkaufskooperativen zu dem Foodsoft Global Hosting Team, die Software betreiben und oder es halt irgendwie eine Kooperative, wo es irgendwie Menschen gibt, die Tech-Background haben und Bock haben, das selber zu hosten. So war es dann bei uns der Fall. Und genau, dann war irgendwie so die Idee, da ein bisschen weiterzuentwickeln. Wir haben dafür Geld von Prototype Fund gekriegt, haben da ein bisschen dran rumentwickelt und da war vor allem irgendwie ganz viel Legacy-Kram erstmal aufzuholen. Irgendwie haben wir ein großes Ruby on Rails Upgrade gemacht und genau, jetzt bin ich da irgendwie in Entwicklung mit drin und wir sind dabei, jetzt erstmal wieder ein neues Release zu machen seit 2 Jahren
Und dann wird es irgendwie ans Frontend gehen oder hoffentlich erstmal irgendwie die API gerade kriegen und dann irgendwie, ne, das ist irgendwie, glaube ich, noch so ein Bootstrap 2 oder sowas. Da kann irgendwie viel passieren. Es gab schon irgendwie, es gibt zig verschiedene Forks, weil alle Food Co-ops dann irgendwie einen eigenen Fork machen und das so basteln, wie sie das cool finden. Und da, ja, genau, wollen wir oder will ich auch irgendwie schauen, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel diese React-App, die es irgendwer schon mal entwickelt hat, vielleicht noch irgendwie wieder mit zu integrieren. Ja, genau, es gibt hier diese Seite, da gibt es noch mehr Infos, foodcoops.net. Dankeschön.